Jetzt bei Anwälte im Einsatz. Eine ehemalige Mandantin von Rechtsanwalt Florestan Gödings ist ermordet worden. Der Jurist nimmt die Ermittlungen auf und gerät dabei ins Visier der Mörderin. Ich hab gelogen, es tut mir leid, bitte. Nein, das wollen Sie nicht sehen. Das will ich nicht sehen. Was ist los? Ihre Freundin ist tot. Also ganz ehrlich, ich werde den Verdacht nicht los, dass das Ganze irgendwie mit dem Vergewaltigungsprozess von vor 3 Jahren zu tun hat. Ich bin ganz deiner Meinung. Wir werden Ihr Alibi überprüfen, das wissen Sie, Herr Becker, richtig? Ich habe nichts gemacht, gar nichts. Neues Video X von 3. Schau es dir mal an. Das bist ja du! Florestan Gödings ist seit Jahren als Rechtsanwalt tätig und besitzt eine Kanzlei in Berlin-Moabit. Als er vor seinem nächsten Termin noch E-Mails bearbeiten will, bekommt er von seiner Sekretärin Annika Feigenbaum die Tagespost vorgelegt. Dass sich darunter eine Sendung befindet, die sein Leben in einen Albtraum verwandelt, ahnt der Jurist noch nicht. Was ist das denn eigentlich hier? Wie ist es drin? Guck mal hier. War das bei uns im Briefkasten? Ja, war im Briefkasten. Ich habe nicht durchgeguckt, weil es so spät war. Aber war definitiv in unserem Briefkasten. Okay. Auf dem Briefumschlag ist kein Absender angegeben. Was Florestan Gödings und seine Sekretärin auf der DVD zu sehen bekommen, zwingt den Juristen zum sofortigen Handeln. Was ist das denn? Massiv bedroht. Die wird bedroht und wie? Die hat Angst um ihr Leben. Ich hab gelogen, es tut mir leid, bitte. Die kenn ich doch. Das ist doch der Vergewaltigungsprozess gegen ihren Lehrer damals gewesen. Wie heißt die denn? Nadja Schmidt heißt die. Die heißt Nadja Schmidt. Du musst die Polizei, oder? Ich muss die Polizei rufen. Kann ich dein Auto haben? Na ja, klar. Ich brauch dein Auto. Florestan Gödings hat Nadja Schmidt vor 3 Jahren in einem Vergewaltigungsprozess vertreten, bei dem der Schuldige Gernot Becker zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden ist. Da seine ehemalige Mandantin gefangen gehalten und massiv bedroht wird, alarmiert der Jurist sofort die Polizei und fährt zur Meldeadresse von Nadja Schmidt. Er macht sich große Sorgen, zu spät zu kommen. Hallo? Was machen Sie da vor meiner Haustür? Wer sind Sie? Wohnen Sie hier? Ja, das ist mein Haus. Gias, Andreas Gias ist mein Name. Ich wohne hier. Wir suchen Nadja Schmidt, kennen Sie die? Nadja, wieso Nadja? Kennen Sie die Dame? Ja, Nadja ist meine Freundin, aber wohnt was die ist hier? Los? Wohnt die hier? Ja, natürlich, wir wohnen zusammen. Sie müsste eigentlich da sein. Können wir mal ganz kurz reinschauen und gucken, ob sie da ist? Sie schwebt in Lebensgefahr. Nein, ich lasse die jetzt nicht einfach rein. Weisen Sie sich erstmal aus. Wer sind Sie überhaupt? Und wieso Lebensgefahr? Was, ich zeig was Ihnen reden kurz. Sie hier? Gucken Sie sich das an. Hier. Was für ein Video? Florestan Gödings hofft, dass der Freund von Nadja Schmidt ihnen helfen kann, die 19-Jährige zu finden. Oh Gott, das ist Nadja! Wer macht das? Was ist da los? Wissen Sie, wo das ist? Nein! Da kenne ich ja nichts. Schauen Sie sich das ganz gut an, das Video. Können Sie da irgendwie versuchen, Sie irgendwas zu erkennen, irgendwas, was uns weiterhilft? Nein, das ist, ich erkenne da gar nichts drauf. Aber was ist da los? Schauen Sie sich das an. Nee. Doch, doch, das ist unser Keller! Für Florestan Gödings und die Polizeibeamten zählt jetzt jede Sekunde. Denn das Video kann schon mehrere Stunden alt sein. Trotzdem hoffen sie, Nadja Schmidt noch rechtzeitig vor ihrem Peiniger retten zu können. Doch im Keller wird die Befürchtung des Juristen zur grausamen Gewissheit. Die 19-Jährige ist tot. Was ist denn jetzt mit Nadja? Ich muss hin, Nein, das wollen Sie nicht sehen. Das will ich nicht sehen. Was ist los? Ihre Freundin ist tot. Nadja ist... Ich werd gleich einen Arzt rufen, der kümmert sich um Sie. Haben Sie ein Handy? Kennen Sie irgendjemanden, Familie, Freunde, den man anrufen kann? Geben Sie mal Ihr Handy. Ich hab ein Handy, aber... Wieso? Ich muss zu Nadja, lassen Sie mich durch! Herr Giers! Das wollen Sie nicht sehen. Jetzt glauben Sie es mir. Wie heißt Ihr Freund? Sagen Sie den Namen von Ihrem Freund. Sebastian. Kommen Sie, lassen Sie das nach oben gehen. Oh Gott, Katja. Ich werde Nadjas Mörder finden. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Ich liebe Nadja. Und jetzt ist sie... Also es ist eine ganz furchtbare Geschichte, in die auch ich involviert bin.
Ich habe damals Nadja Schmidt als Anwalt begleitet, wo sie gegen ihren Lehrer wegen Vergewaltigung ausgesagt hat und der dann auch verurteilt worden ist. Und ich glaube tatsächlich, dass dieser Mord mit diesem Prozess von vor 3 Jahren zu tun hat. Denn warum schickt der Mörder mir dieses Video und nicht der Polizei oder sonst irgendjemandem? Nachdem die Rettungssanitäter und die Spurensicherung am Haus der ermordeten Nadja Schmidt eingetroffen sind, ist auch Andreas Giers bester Freund Sebastian Klein gekommen, um ihm Beistand zu leisten. Floristan Gödings ist sofort zum Polizeipräsidium gefahren, um seine Aussage zu dem Mordfall zu machen. Nachdem er alles zu Protokoll gebracht hat, trifft er auf eine alte Bekannte aus der Zeit des Vergewaltigungsprozesses, Kommissarin Anja Christ. Ja, danke, dass du dir kurz Zeit nimmst. Hey, du willst einen Kaffee? Ja, gerne. Ich bin ja selber in der Sache nur Zeuge und auch nicht direkt involviert, aber naja, es geht mir halt natürlich schon nahe. Ich meine, ich habe die immerhin vertreten damals, die Nadja, und es würde mich schon interessieren, wer der Mörder ist. Ich verstehe. Ich werde nichts tun, was dich oder mich in Schwierigkeiten bringt. Und wenn, nehme ich selbstverständlich auf meine Kappe. Dankeschön, ne? Wir waren ja damals schon ein gutes Team, ne? Ja, aber dann solltest du wissen, dass ich meinen Kaffee mit Zucker trinke. So, ich habe noch nicht besonders viele Infos zu diesem Mordfall. Okay, was hast du jetzt genau an Infos? Oder was? Naja, die Todesursache war Ersticken, aber das hast du dir aber schon gedacht, nachdem, wie du sie vorgefunden hast, nicht wahr? Naja, ich habe es zumindest vermutet. Ja, und sie war 4 Stunden tot, als du sie im Keller aufgefunden hast. Sie muss kurz, als sie nach ihrer Arbeit nach Hause kam, ermordet worden sein. Sie hat nebenbei in so einer Diskothek gearbeitet, als Mädchen für alles. So Gläser wegräumen, putzen und all sowas. Also ganz ehrlich, ich werde den Verdacht nicht los, dass das Ganze irgendwie mit dem Vergewaltigungsprozess von vor 3 Jahren zu tun hat. Da habe ich die Nadja ja auch schon vertreten als Nebenkläger. Ja. Ich bin ganz deiner Meinung. Ich meine, in dem Video sagt ja Nadja, dass sie den Gernot Becker zu Unrecht der Vergewaltigung hier bezichtigt hat. Aber ganz ehrlich, ja, also wenn ich mit dem Tod bedroht werde, dann würde ich auch alles zugeben. Also fassen wir die Fakten einfach mal zusammen. Vor 3 Jahren hast du Nadja Schmidt vertreten, die von ihrem Lehrer Gernot Becker vergewaltigt wurde. Er wurde zu 4,5 Jahren Strafe verurteilt. Und dann bekommst ausgerechnet du nach 3 Jahren dieses mysteriöse Video. So sieht's aus. Fragt sich nur, warum. Rache. Rache könnte sein. Ich meine, immerhin der Gernot, ja, der sitzt zwar ein, ja, aber auf der anderen Seite, ja, ich meine, der hat ja alles verloren. Seine Stelle als Lehrer hat er verloren, seinen Beruf. Warte mal. Nach 2/3 verbüßter Strafe wurde er vorzeitig entlassen, vor einer Woche etwa. Was? Das kann ja gar nicht sein. Gerade mal 2/3? Ist das jetzt dein Ernst? Ja, und hier, Anton Krämer ist sein Bewährungshelfer. Damit ist er verdammt verdächtig. Es wird Zeit, dass wir Gernot Becker auf den Zahn fühlen. Einerseits ist er definitiv der Hauptverdächtige, andererseits, so wie ich ihn kennengelernt habe, passt diese Inszenierung dieses Mordes irgendwie nicht zu ihm. Ja, wir werden sehen. Da es sich um einen Mordfall handelt, ermittelt Kommissarin Anja Christ in dem Fall der erstickten Nadja Schmidt. Sie hält es für möglich, dass Gernot Becker der Mörder ist. Schließlich saß er wegen der Vergewaltigung seiner Schülerin in Haft und könnte sich direkt nach seiner vorzeitigen Entlassung dafür an der 19-Jährigen gerecht haben. Der ehemalige Lehrer wird sofort als dringend tatverdächtig verhaftet und von der Kommissarin vernommen. Ja, guten Tag, Herr Becker. Lara Croft. Na toll. Jetzt ist es 3 Jahre her, dass wir hier zusammen saßen und jetzt sitzen Sie schon wieder hier. Ah, dass dir das aufgefallen ist, Schätzchen. Sie wissen, warum wir Sie heute hier vernehmen? Ja, klar. Und mehr haben Sie dazu nicht zu sagen? Soll ich jetzt traurig sein, dass Nadja Schmidt tot ist? Nee. Wissen Sie, was Sie da gerade sagen? Sie machen sich damit gerade verdammt hauptverdächtig. Ach ja? Na und? Gut, wo waren Sie gestern zwischen 9 und 14 Uhr? In der Kneipe. Haus Weidesruhen Wedding. Wieso? Morgens um 9. Klar, warum nicht? Ich hatte ja auch mal ein anderes Leben. Familie, Kinder, Lehrerjob, einen tollen. Ja, hören Sie auf zu jammern, Herr Becker. Sie bleiben also dabei. Das heißt, Sie hören Sie auf zu jammern. Ich bleib dabei, ja. Sie haben sie damals nicht vergewaltigt und sie haben sie heute nicht umgebracht, richtig? Damals hat Nadja Schmidt gelogen. Und auch jetzt habe ich mit der Sache nichts zu tun, gar nichts. Machen Sie mal Ihre Hausaufgaben anständig, bevor Sie hier wieder unschuldig verdächtigen, wie beim letzten Mal. Sie wissen, dass Sie ein Motiv haben, ja? Rache, wegen ungerechter Verurteilung damals. Wir werden Ihr Alibi überprüfen, das wissen Sie, Herr Becker, richtig? Klar, weiß ich das. Machen Sie mal, dann wird sich herausstellen, dass ich unschuldig bin. Ich habe nichts gemacht, gar nichts, sage ich Ihnen.
Gut, wir werden sehen. Das Alibi wird entscheiden. Sie bleiben so lange in Gewahrsam wegen möglicher Fluchtgefahr und dann kommen Sie gegebenenfalls zum Haftrichter. Was für ein zynisches Arschloch. Mit seinen Aussagen hat er sich jetzt jedenfalls gerade nicht weniger verdächtig gemacht. Als erstes werde ich mal sein Alibi überprüfen lassen. Nach der Vernehmung berichtet die Kommissarin Rechtsanwalt Floristan Gödings, dass Gernot Becker den Mord an Nadja Schmidt abstreitet. Anja Christ ist von der Schuld des 45-Jährigen überzeugt. Doch der Jurist besteht darauf, dass auch weitere Verdächtige nicht außer Acht gelassen werden dürfen. Die Kriminalbeamtin befragt deswegen den Freund der Toten zu Nadjas Lebensumständen. Wenn ich jetzt irgendwas frage, Herr Giers, was Ihnen zu nahe gehen sollte, dann sagen Sie es mir bitte, ja? In Ordnung. Fällt Ihnen irgendjemand ein, der ein Interesse daran gehabt haben könnte, dass Nadja stirbt? Irgendein Neider, eine Konkurrentin, jemand, der unsterblich in sie verliebt war? Irgendjemand? Nein, überhaupt nicht. Nadja hatte sowas nie erwähnt. Wir haben uns vor 3 Jahren kennengelernt und sie war wie ein Sonnenschein. Wissen Sie, sie hat einfach aus jedem Tag, egal wie schlecht es mir ging, einen schön gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand einen solchen Groll gegen sie gehabt haben könnte. Also als ich Nadja vor 3 Jahren beim Prozess kennengelernt habe, war sie sehr depressiv und verängstigt und introvertiert, was natürlich nach einer Vergewaltigung auch nichts Besonderes ist. Aber dass Herr Giers, der sie auch zur selben Zeit kennengelernt haben muss, sie jetzt als so fröhlich und als Sonnenschein beschreibt, finde ich schon etwas merkwürdig. Und Sie haben seit 3 Jahren zusammen gewohnt? Ja, fast 3 Jahre. Sie wollte jetzt nur noch ihr Abitur machen und danach auch in meiner Firma einsteigen. Es war eigentlich alles perfekt. Vielleicht gibt es irgendeinen Mitschüler oder eine Mitschülerin, mit dem sie Streit hatte. Oder jemand aus ihrer Firma, der vielleicht nicht wollte, dass sie da einsteigt. Oder irgendwas, fällt Ihnen irgendwas ein? Nein, wirklich nicht. Davon weiß ich nichts. Sie hatte nie was gesagt. Das ist mir nicht aufgefallen. Na, zumindest hatte sie ja im Prozess damals nicht nur Freunde. Was für ein Prozess? Wegen der Vergewaltigung. Vergewaltigung? Sagen Sie nicht, Sie wussten nichts davon. Es tut mir leid, dass Sie jetzt so davon erfahren müssen. Nadja Schmidt wurde vor 3 Jahren von ihrem Lehrer Gernot Becker vergewaltigt. Er wurde zu 3 Jahren Haft verurteilt und er ist jetzt gerade wieder seit einer Woche auf freiem Fuß. Aber keine Sorge, er ist schon in U-Haft. Kriegen Sie diesen Wichser dran. Wenn nicht, kassiere ich den persönlich. Herr Giers, ich verspreche Ihnen, ich werde alles dafür tun, den Mörder von Nadja zu finden. Und was weiß ich eigentlich wirklich von Nadja? Warum hat sie mir diese Sache nie anvertraut? Habe ich irgendetwas falsch gemacht? Oder warum hat sie... Ich kann sie jetzt nicht mal mehr fragen. Wo sind diese Tage? Anja Christ stellt bei ihren Ermittlungen fest, dass Gernot Becker kein Alibi für den Mord an Nadja Schmidt hat. Die Kommissarin will Floristan Gödings am nächsten Morgen persönlich davon in Kenntnis setzen. Beide ahnen nicht, dass der Tag eine dramatische Wendung nehmen wird. Hey, Floristan. Hey, Anja, grüß dich. Na? Du siehst ja gut gelaunt aus. Hast du Nachrichten für mich? Ja, Beckers Alibi ist geplatzt. Er hatte ja angegeben, zur Tatzeit in dieser Kneipe gewesen zu sein. Komischerweise konnte sich niemand der Besucher an ihn erinnern. Nicht mal der Wirt selbst. Ja gut, dann ist er ja weiterhin unser Hauptverdächtiger. Definitiv. Und er kommt ja zum Haftrichter. Du, weißt du was? Ich habe auch nicht faul. Ich habe eine Liste erstellt mit allen Leuten, die damals im Prozess beteiligt waren. Ne? Ach, sehr gut. Hast du es auch in der Prozessakte, aber so geht's schneller. Habe ich im Büro, gebe ich dir, ja? Super. So, nach dir. Danke. Hier gleich rechts, oder? Ganz genau. Ich habe mich übrigens auch noch mit dem Freund von Nadja unterhalten. Diese ganze Vergewaltigungsnummer, die hatte ja ausschließlich von dir. Mhm. Und wenn es wirklich zum Prozess kommen sollte gegen den Becker, dann werde ich in einer Nebenklage auch vertreten. Ich meine, das ist wirklich echt ein starkes Stück. Erst die Vergewaltigung und dann Jahre später der Mord. Also wenn es stimmt, eine ganz harte Nummer, wenn du mich fragst. Ja. Übrigens, das ist die Liste, ne? Die ich dir gerade erzählt habe. Obwohl ich mir immer nicht so richtig vorstellen könnte, dass er diese Inszenierung gemacht hat. Ich finde, das passt irgendwie nicht zu ihm. Ich meine, es wird ja wohl einen Grund haben, warum er bei seinem Alibi gelogen hat. Du, ich muss dir ganz ehrlich sagen, bei diesem Alibi, da stimmen für mich so ein paar Sachen nicht. Ja, ich meine, es ist doch schon auch völlig unlogisch, dass er die ganze Vergewaltigungsgeschichte nur von dir kennt. Ich meine, sowas erzählt man sich doch in der Beziehung. Das hat doch eine Auswirkung auf die Beziehung, oder nicht? Allerdings. Vor allen Dingen, wie dieser Giers diese Nadja beschrieben hat, das war was ganz anderes, als wie ich sie damals kennengelernt habe. Ich meine, eine ganz andere Sache. Also, was ich mich frage, was hat das mit diesem Video auf sich? Und was bedeutet 1-3? Ja, ich habe keine Ahnung. Und ich weiß auch nicht, warum das Video mir zugeschickt wurde. Floristan, guten Morgen. Morgen. Ich war nur kurz in der Bäckerei und danach hing das unterm Scheibenwischer.
Wieder erhält der Anwalt eine DVD von dem anonymen Absender. Ich hoffe nur, dass 2-3 nicht heißt zweiter Mord von dreien. Gut, wir schauen es uns am besten einfach an. Ne? Das glaube ich nichts Gutes. Ich habe wirklich ein schlechtes Bauchgefühl. Ich glaube tatsächlich, dass das erst der Anfang ist. Es gibt schlichtweg zu viele Ungereimtheiten. Floristan Gödings und die Kommissarin ahnen, dass ihnen auch diesmal kaum Zeit bleibt, um das Opfer zu retten. Der Täter ist ihnen immer einen Schritt voraus. So, ich hoffe jetzt wirklich, dass es nicht irgendwie so ein perverser Countdown ist. Dass wir jetzt vielleicht Mordfall Nummer 2 zu sehen bekommen. Ich verstehe das nicht, denn Gernot Becker ist in Haft. Sag mal, das Gesicht kommt doch irgendwie bekannt vor. Wer ist das? Bitte, ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe. Menschen machen Fehler. Wenn ich ihn rückgängig machen könnte, ich würde ihn wieder rückgängig machen. Das ist Hanno Pflöger aus dem damaligen Vergewaltigungsprozess. Der hat das Glaubwürdigkeitsgutachten erstellt für die Nadja Schmidt, deren Aussage dann auch für wahr empfunden wurde, was die Vergewaltigungsvorwurf anging. Und er gibt seinen Fehler zu, genau wie Nadja Schmidt. Aber lass mich am Leben, bitte. Ja, hätte er damals nicht dieses Gutachten erstellt, was eben diese Aussage unterstreicht, dann wäre Aussage gegen Aussage und der Becker wäre wahrscheinlich freigesprochen worden. Und jetzt will sich ganz offensichtlich jemand an dem rächen. Ich muss sofort die Kollegen anrufen. Vielleicht können wir ihm noch helfen. Du bleibst am besten hier, ja? Ja, okay. Informier mich, sobald du was hast, ja? Alles klar, mache ich. Bis dann. Bis dann. Ich weiß nicht, ob es noch eine reelle Chance gibt, dass die Polizei Herrn Pflöger helfen kann. Immerhin war Nadja Schmidt schon mehrere Stunden tot, bevor ich die DVDs bekommen habe. Aber was ganz anderes macht mir noch viel mehr Bauchschmerzen. Warum bekomme ausgerechnet ich die ganzen DVDs? Hanno Pflöger war vor 3 Jahren in den Vergewaltigungsprozess um Nadja Schmidt involviert. Die Kommissarin eilt sofort zur Wohnung des Gutachters. Wieder geht es nur um Sekunden, die zwischen Leben und Tod entscheiden können. Anja Christ hofft, dass die Polizei dem Gutachter noch rechtzeitig helfen konnte. Und was ist mit ihm? Lebt er noch? Ja, er hat verdammt großes Glück gehabt. Also als wir angekommen sind, war er in der Küche, gefesselt, bewusstlos. Jetzt sind gerade die Sanis drin, aber er lebt noch. Okay, ich gehe mal schnell rein. Tag, Kollegen. Und, wisst ihr schon was Genaueres, wie es passiert ist? Naja, wir haben hier einige Würgemale. Wird vermuten erdrosselt oder eher der Versuch. Naja, hat sie überlebt, aber wenn man sich hinmachen, schafft er nicht mehr. Okay. Und gibt's Einbruchspuren? Wir haben nichts gefunden, aber wir warten auch noch auf die Spurensicherung. Das könnte ja bedeuten, dass das Opfer den Täter reingelassen hat. Vielleicht kannten sie sich sogar. Und was meinst du, warum hat der Täter seine Tat unterbrochen? Wurde er irgendwie gestört oder was? Das sind alles Spekulationen. Wir müssen jetzt wirklich warten, bis das Opfer wieder ansprechbar ist und ihn dann befragen. Interessant ist aber das vielleicht, das habe ich in der Hand des Opfers gefunden. Wenn er wirklich gewürgt worden ist, könnte er versucht haben, sich zu wehren und diese Fusseln dabei in der Hand behalten. Okay, stell die Fusseln sicher, ja? Okay, mache ich. Wie kann das sein? Becker sitzt in U-Haft. Tja, den Gedanken hatte ich aber auch schon. Ich habe da mal ein bisschen rumtelefoniert und er hatte die ganze Zeit einen Termin mit seinem Haftrichter, also... Er kann definitiv nicht hier gewesen sein. Und er kann auch dieses Video nicht gedreht haben. Pass auf, ich telefoniere noch mal ein bisschen rum. Ich dachte, wir haben den Mörder. Also erstmal bin ich natürlich total erleichtert, dass der Mordversuch auf Dr. Hanno Pflöger gescheitert ist. Aber dass er gerade stattgefunden hat, wo Becker doch noch in Haft sitzt, kann entweder nur bedeuten, dass er komplett unschuldig ist oder dass er einen Komplizen hat. Was die Sache natürlich auch nicht gerade vereinfacht. Die Kommissarin gibt Floristan Gödings sofort Bescheid, dass Hanno Pflöger gerettet werden konnte. Da ihr Hauptverdächtiger Gernot Becker nicht der Täter sein kann, will sie sich noch am selben Abend mit dem Juristen beraten. Sie hofft, dass er einen Einfall hat, wer hinter den grausamen Taten stecken könnte. Der Jurist und die Kommissarin wollen dem mörderischen Treiben so schnell wie möglich ein Ende bereiten. Hey, grüß dich, ha? Also, der Gernot Becker kann definitiv nicht unser Mörder sein. Er sitzt immer noch in Untersuchungshaft. Also entweder haben wir den falschen Mann oder... Ja, oder er hat jemanden beauftragt. Kann doch auch sein. Ich meine, Grund genug zu hassen hat er einen Psychologen. Ich meine, der hat ihn doch damals auch angeschrieben vor Gericht, den Psychologen, dass er hier Wahrheit und Lüge nicht voneinander trennen kann. Über die Sache mit dem Komplizen habe ich auch schon nachgedacht, aber ich halte das für ziemlich unwahrscheinlich. Ich meine, Gernot ist gerade mal ein paar Tage aus dem Knast raus und die Planung so einer Mordserie, die braucht Zeit. Ja gut, auf der anderen Seite, ich meine, sowas kann man auch vom Gefängnis aus planen, ja. Aber gut, sei es wie es ist, was wir wissen, ist auf jeden Fall, dass diese Anschläge in direktem Zusammenhang stehen mit der Vergewaltigungsprozess. Das ist auf jeden Fall klar. Definitiv, ich meine, hier geht es eindeutig um Rache, das ist klar.
Aber wer kann noch unter dem Prozess so gelitten haben? Naja, die Familie. Der hat doch eine Frau, eine Tochter. Gibt es noch andere Angehörige? Nee, also soviel ich weiß. Eltern hat er nicht mehr und Geschwister hat er auch nicht. Ich habe mich informiert. Aber glaubst du, dass seine Frau oder seine Tochter so kaltblütig wären? Zu seiner Frau hat er sowieso keinen Kontakt mehr. Der hat gleich den Kontakt abgebrochen nach dem Prozess. Und seine Tochter hat ihn wohl ein paar Mal in der Haft besucht. Ja, gut, wer weiß. Warum kommt diese Rache 3 Jahre später? Und zumal er schon wieder auf freiem Fuß ist. Das macht doch keinen Sinn. Weißt du, welche Frage mich eigentlich noch viel mehr beschäftigt ist? Wie kommt es eigentlich zu dieser Nummerierung auf den DVDs? Ich meine, 1 von 3, 2 von 3. Du meinst, wer ist 3-3? Naja, ganz offensichtlich soll es noch einen weiteren Mord geben. Florestan, das müssen wir verhindern. Wir müssen denjenigen warnen, aber wer kann das sein? Der Richter, der Staatsanwalt, wer ist Nummer 3? Ja, also der Staatsanwalt kann es nicht sein. Ey. Ich meine, den kenne ich. Der hat seinen Dienst quittiert, ist mit seiner Frau nach Österreich gegangen. Der Richter könnte es vielleicht sein, aber... Der Anwalt. Der Anwalt von Gernot. Vielleicht sieht er in ihm die letzte Schuld. Ich meine, schließlich konnte der Anwalt diesen Prozess nicht gewinnen für ihn. Das kann sein, ja. Wie hieß denn das? Das war der Kollege Strobel, der das damals gemacht hat. Weißt du, wer wohnt? Nee, aber das müssen in der Akte stehen. Okay, ich guck nach. Ich fahr sofort zu ihm. Er muss gewarnt werden. Gut, dann kümmere ich mich um den Richter, ja? Wir sehen uns. Bis Alles dann. Alles klar. Bis dann. Tschüss. So aberwitzig, wie sich das anhört, aber wir haben hier ganz offensichtlich einen Wettlauf gegen die Zeit. Und es existiert auch eine Abschussliste. Irgendjemand will sich hier daran rächen, dass der Gernot Becker wegen Vergewaltigung verurteilt worden ist. Und denjenigen müssen wir stoppen. Ansonsten geht die Mordliste weiter.